Was habe ich im November mit dem Projekt Raw Spirit verdient? Guten Morgen! In den letzten Wochen sind ja wieder sehr viele neue Abonnenten dazugekommen und daher auch mal wieder heute ganz konkret die Fakten, warum und mit was ich überhaupt Geld verdiene. Und das ist sicherlich nicht nur für die Zuschauer interessant, sondern eventuell auch für den ein oder anderen potenziellen YouTuber. Also Menschen, die sich dazu entschließen, ihre Gedanken öffentlich zu teilen. YouTube und die täglichen Videos, das sind die Basis meines Lebens, den ich pauschal mit "Ich will die Welt verbessern" umschreiben würde. Und um dies zu tun und trotzdem dabei zu überleben, brauche ich Geld. Da YouTube vom Grunde her kostenlos konsumiert werden kann, was auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, weil Bildung sollte immer kostenlos sein, muss ich den Sinn meines Lebens irgendwie finanzieren. Und natürlich eben mit Geld. Womit ich dem Grunde nach zwar kein Problem habe, aber wegen meiner Geschichte da ein bisschen ambivalente Gefühle habe. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird das wissen. Die für mich perfekte Kombination wäre dann eben, dass ich, und das werden die meisten nachvollziehen können, dass ich das tue, was ich möchte und nur das tue, was ich möchte, aber mein Überleben trotzdem gesichert ist. Und entsprechend habe ich dieses Projekt gestartet seit Februar diesen Jahres und bin Vollzeit YouTuber und möchte, genau wie ich Euch meine ersten Schritte bei der veganen Ernährung mitgeteilt habe und auch die Gefühle und auch die Erfahrungen, die man gemacht hat, mit Euch sozusagen verarbeitet habe, möchte ich dies auch weiter hier offen auch mit dem Geld machen. Dieser Satz, über Geld redet man nicht, das ist, boah, also das tut das Geld in irgendeiner Weise als etwas Heiliges darstellen und ich finde das überhaupt nicht. Geld ist einfach nur ein Zweck, das ist einfach nur ein Tauschmittel und so sollte man auch damit umgehen und nicht immer dieses was verdienst du? Oh, das sage ich nicht, ne? Was hat denn das und das gekostet? Also immer offen und ehrlich. Und wenn ihr das auch weiter jeden Monat sehen wollt und also mit mir teilen wollt, was ich hier verdiene, dann tut in dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, das ist so ein bisschen mein Feedback, ob ihr das weiter möchtet. Weil bei einigen Dingen wiederhole ich mich auch jeden Monat. Aber wie gesagt, es kommen jeden Monat im Schnitt derzeit 300 bis 400 neue Abonnenten dazu und entsprechend muss ich das auch eigentlich immer wieder wiederholen. Mit dem Food Diary ist das ähnlich, ne? Manche schauen sich das Food Diary nicht mehr an, weil sie mittlerweile wissen, was ich esse. Aber es kommen mir wieder neue dazu. Und die möchten das gerne erfahren. Und von daher, wie gesagt, Daumen und damit weiß ich, ob ihr dieses Format, dass ich jeden Monat meine Einnahmen hier poste, ob ihr das weitersehen wollt. Und ja, also mit dem YouTube, das ist das Prinzip der Freiwilligkeit und das finde ich halt total gut. Es muss niemand etwas bezahlen, um meine Arbeit in Anspruch nehmen zu können. Niemand. Aber um meine Leistung auch dauerhaft erbringen zu können, muss natürlich irgendwo auch Geld herkommen. Aber ich will eben dieses Experiment wagen und beobachte, ob sich dieser Geldstrom von ganz alleine ergibt. Zum Beispiel wenn ich gute Leistung erbringe, also nach dem Prinzip, okay, ich erbringe Leistungen, ich erbringe einen Mehrwert für das Leben von Menschen und da fließt das irgendwie wieder zurück. Also spirituell ausgedrückt ist das ein Energieausgleich. Ich weiß zwar nicht, wie das dann funktioniert, aber es funktioniert. Und tatsächlich ist es so, und das können wir jetzt nach ungefähr 10 Monaten schon feststellen, dass es prinzipiell möglich ist, nach diesem Prinzip zu agieren. Ich mache freiwillig meine Videos und ein Teil von Euch fühlt sich durch meine Videos so angesprochen, dass sie ihrerseits auch etwas freiwillig geben. Das können wir ja beobachten. Und dann sind wir schon bei den Einnahmequellen von Raw Spirit, von diesem Projekt und wie es funktioniert. Das erste sind die Patreon-Einnahmen. Das gibt Menschen, die den Kanal so gut finden und auch die finanziellen Mittel haben, dass sie monatlich mit einem Geldbetrag dieser Wahl diesen Kanal unterstützen. Diese Unterstützung kann monatlich ohne Kündigungsfrist einfach gestoppt und auch der Betrag angepasst werden. Also jetzt kein Vertrag oder lebenslang, dass ihr Euch verpflichtet fühlen müsst, mich zu unterstützen. Das kann jederzeit wieder abbestellt werden. Ne? Die Seite Patreon, die findet ihr unten verlinkt. Wenn jeder Abonnent pro Monat 18 Cent für meine tägliche Recherche, Wissenserarbeitung und Arbeit des Aufnehmens, Schneidens, Kommentierens usw. Aufwenden würde, im Monat 18 Cent, dann wäre ich bereits an dem Punkt, wo ich davon leben kann. Nur mal so viel zum Gedankenexperiment. Aber wir leben in einer Gesellschaft und das sage ich ganz ohne Zynismus und einfach wirklich, ich sage das so, weil ich selber auch so bin, wo diese 18 Cent im Monat eben nicht so schnell den Besitzer wechseln, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wir kennen das alle. Ne? Und daher gibt es
meiner Meinung nach auch so wenig qualitativ hochwertige YouTuber, die wirklich täglich den ganzen Tag arbeiten können, weil die Masse der Menschen eben nicht bereit ist, für diesen Arbeitstag einen halben Cent pro Tag zu bezahlen. Aber, und da kommt mir die vegane Ernährung zugute, die extrem preiswert ist, und wer das nicht glaubt, vegane Welt mit wenig Geld, ne, mein Buch, da kommen wir übrigens nachher auch noch zu den Einnahmen, kann ich wirklich mein Leben, ich lebe von 100 bis 150 Euro pro Monat, und ja, und da kann ich das Experiment durchaus wagen. Ich wohne in einer 28 Quadratmeter Wohnung und habe ja, kein Auto und so weiter, einen sehr sehr bescheidenen Lebensstil, aber ich fühle mich glücklich damit, weil ich will dieses Experiment wagen. Und umso mehr bin ich natürlich den Menschen dankbar, die eben per Patreon oder mittlerweile auch per Dauerauftrag von Bank zu Bank, das spart man die Patreon Gebühren, mich unterstützen. Das beginnt derzeit bei 25 Euro im Monat und endet bei 1 Euro im Monat. Das ist so die Spanne, wo ich unterstützt werde. Dazu muss ich sagen, weil ich habe bei Patreon ja solche Stufen, da kann man solche Stufen einstellen. Wer 1 Euro bezahlt, bekommt Zugang zum Forum und so weiter. Diese Stufen, da ist es egal, ob ihr Überweisung macht oder Patreon. Also wenn ihr Überweisung macht, dann ist natürlich genauso, dann könnt ihr das genauso in Anspruch nehmen, dieses Stufenmodell sozusagen. Also danke da erstmal für euer Mindset, und ja, danke gibt es eben nicht nur von mir an die Patreons, sondern auch von den Zuschauern, die diesen Kanal gerne konsumieren. Das wird nur häufig nicht gesagt. Die zweite Einnahmequelle, aus der sich die Gesamtsumme meiner Einnahmen zusammensetzt, das sind die Vermittlungslinks, die Affiliate heißt das in Englisch. Jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel bei Amazon einkauft und vorher einen beliebigen Amazon-Link unten in der Infobox unter dem Video anklickt, bekomme ich von Amazon einen Prozentsatz von 1 bis, ich glaube mittlerweile sogar 10% des Betrages, für den ihr einkauft. Wie viel das ist, das liegt immer an dem Produkt, an der Produktsparte. Dieser Betrag wird von den Firmen bezahlt, da sie die Möglichkeit haben, beim größten Online-Warenhaus der Welt, Amazon, ihre Produkte zu platzieren. Ihr zahlt dafür nichts extra und unterstützt mit diesem Klick vorher meinen Kanal. Also erstens die Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen mit einem Geldbetrag. Zweitens die Möglichkeit mit einem Klick vor eurem Einkauf. Und die dritte Möglichkeit ist, einfach gar nichts zu tun. Also bewusst gar nichts zu tun. Nämlich, wenn man sich die Werbung, die vor den Videos läuft, anschaut, mindestens 20 Sekunden oder bis zu Ende, wenn sie nur 10 Sekunden geht, oder ihr klickt sie an, dann sind das die YouTube-Werbeeinnahmen. Ich hatte Hanna mal beim YouTube Next Up Event, wo sie ja da gewonnen hat, den Auftrag gegeben, sich direkt mal im YouTube Headquarter darüber zu informieren, ob man diese Zahl der Werbeeinnahmen explizit erwähnen darf. Aber alle Mitarbeiter von YouTube konnten das nicht bestätigen. Und so kann ich euch zwar konkret alle meine Einnahmen zusammen nennen, was ich insgesamt mit War Spirit verdiene, aber nicht konkret die YouTube Werbeeinnahmen. Das kann ich nicht, weil ich habe immer noch keine klare Aussage von einem YouTube Mitarbeiter. Ich habe schon massig Mails geschrieben an alle möglichen Sachen bei YouTube. Ich habe YouTuber gefragt, also YouTuber, die schon erfolgreich sind, so richtig erfolgreich, die wirklich sehr sehr viel Geld verdienen und eigentlich auch Kontakte haben zu den entsprechenden YouTube Offiziellen und auch YouTube Offizielle. Jetzt Hanna instruiert. Kein Mensch kann das sagen. Und immer wenn du bei YouTube die Mail hinschreibst, sagt, lesen Sie bitte in den AGBs nach. So. Und dann liest du in den AGBs und da gibt es halt Wischiwaschi-Formulierungen. Es gibt keine klare Aussage eines YouTube-Mitarbeiters. Es ist so ein Irrsinn. Aber egal. Und dann kommen noch die Einnahmen, die ich vorhin schon erwähnt habe, aus den Buchverkäufen. Meines Buchs, vegane Welt mit wenig Geld, welches mittlerweile in den Digistore Charts in der Kategorie Essen und Ernährung auf Platz 1 ist. Warum ich dadurch trotzdem nicht so viel Geld verdiene, liegt daran, dass ich mich selber auch dafür entschieden habe, dass mir die Message, dass vegan billig und vollwertig ist, so viel wert ist, zusammen eben, dass ich Geld keiner ganz großen Bedeutung beimesse. Ja, dass ich den Menschen, die für mein Buch werben, 55% des Gewinns abgebe. Das bedeutet, jeder Mensch, der bei WhatsApp oder bei Facebook oder unter Freunden mein Buch teilt, der bekommt mehr Geld für das Buch, als ich, der über ein Jahr an das Buch geschrieben hat. Aber so bin ich, das fühlt sich einfach richtig an, weil so denke ich, wird das Buch viel, viel mehr geteilt. Aus der Motivation der Menschen da auch ein bisschen was dran zu verdienen, was halt nun mal so ist, aber die Message geht raus und das ist halt das Entscheidende. Deswegen bekommt jeder, der für mein Buch wirbt, 55% der Gewinne. Wie das konkret geht, das seht ihr auch unten in der Infobox, aber ja, das ist für mich auch eine freie Entscheidung, muss ich dazu sagen. Also ich hätte auch
80-90% Gewinn für mich nehmen können und 10% von Werbung oder wie Amazon 1-5% oder 1-10% mittlerweile. Aber ich gebe halt 55%. Also ist halt so. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so weit, wie ich hätte vielleicht sein können. Ich bekomme auch immer wieder Tipps von euch. Mann, das kannst du noch optimieren und das geht noch und mach doch mal und so weiter. Ja, ist dann immer so ein Spagat oder so ein Ritt auf der Rasierklinge, den ich machen muss. Wie gesagt, einerseits, dass halt irgendwie Geld reinkommt und andererseits, scheiß Geld. Na, so ist das. So, ja, alles was ich sozusagen jetzt machen möchte, das ist aus tiefstem Herzen die Welt zu verbessern und davon irgendwie zu überleben. Und das ist halt ja, so das, wie ich euch das so mitteilen kann und was ihr hoffentlich auch mitbekommt an meiner Art und Weise, wie ich agiere, wie ich zu euch spreche und wie ich handle. Und entsprechend wird das auch bei jedem weiteren Buch, was jetzt so kommt, was eine Message hat, wahrscheinlich auch so sein, dass ich einen extrem hohen Anteil abgebe an die Affiliates, an die Werber. Es fühlt sich einfach für mich so gut an. Das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Und genauso gut fühlt es sich an, wenn Menschen per Skype ja, mit mir ein Gespräch ausmachen und nach dem Gespräch auch keinen festen Betrag zahlen, sondern das, was sie in ihrer finanziellen Situation und bezüglich der tatsächlich geleisteten Hilfe bezahlen wollen. Auch freiwillige Bezahlung. Bei mir muss keiner in irgendeiner Weise irgendetwas bezahlen. Bei mir kann man alles sozusagen kostenlos konsumieren. Das ist doch genau der Punkt. Also für mich persönlich, dieses kostenlos konsumieren, das ist in erster Instanz, ja kostenlos, geil, geil, geil. Aber keiner will wirklich alles kostenlos. Das ist nur quasi eine Kompensation von Alltagsproblemen. Wer eine Leistung erhält, eine ehrliche Leistung erhält und ein gesundes Mindset hat, der möchte auch etwas geben. Also ich, wenn mir jemand das gibt, dann sage ich mindestens Danke. Das ist auch so ein Energieausgleich. Man nimmt nicht etwas und sagt dann nicht, nimmt es einfach nur. Wer das so macht, das ist halt eben, das ist irgendwo dann, wie gesagt, eine Kompensation vielleicht von den Alltagsproblemen, die man hat und so weiter. Das anders ist das nicht, also ihr kennt das sicherlich auch. Wenn ihr etwas bekommt, da habt ihr doch auch den Wunsch, was zu geben. Und das ist eben das Prinzip der Freiwilligkeit. Und was etwas wert ist, das ist eben die Problematik in unserer heutigen Gesellschaft. Was etwas wert ist, das wird von Firmen festgelegt. Das wird irgendwelche ökologischen, ökonomischen Prinzipien sind da zu Grund, warum das irgendwie der Wert festgelegt wird. Aber es ist doch nicht mehr komplett frei, es ist alles manipuliert. Wir wissen doch gar nicht mehr, was wert ist. Wir zahlen für Wasser kaum was. Ne? Wir zahlen kaum etwas für Wasser. Und Wasser ist das Wichtigste mit in unserem Leben. Das nehmen wir überhaupt nicht als wertvoll wahr. Und dann nehmen wir, oh, ich habe von Yves Saint Laurent oder von Job ein T-Shirt so. Und das nehmen wir, oh das ist wertvoll. Und das ist scheiße, das ist gar nichts wert. Und das ist das Prinzip, was ich erreichen möchte. Freiwilligkeit. Die Menschen sollen wieder wirklich von sich heraus feststellen können, was ist mir was wert und was ist nichts wert. Du selber bestimmen. Eine freiwillige und natürliche Basis. Und ja, und das ist auch die Basis, auf der ich meinen Kanal aufbauen möchte. In diesem Monat sind 564 Euro zusammengekommen und dafür Dank an alle Menschen, die das ermöglicht haben und die genau wie ich ein Interesse haben, diesen Kanal wachsen zu sehen und mit dem größer werdenden Einfluss auch die Welt in eine positive Richtung zu entwickeln. Ich danke euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Christian. Tschüss.